Queen des Abends, Margie Kinski. Das macht mir nämlich sehr viel Spaß. Pass auf, für wen bin ich ein Gutschein? Aha. Wer hat mich verschenkt? Ich bin die Margie, wer bist du? Die Rita. Rita, wer hat mich dich verschenkt? Deine Freundinnen? Die zwei? Das war ein Schnäppchen, eine Karte oder zwei. Klasse. Marita Nettekofen macht den geilsten Gurkensalat. Ich bin auf Diät, ich probiere das seit Jahren. Gurkensalat, super. Apropos Gurkensalat, muss ich euch erzählen, habe ich nämlich vorher im Auto gehört, pass auf, lass dich tot. Was ist oben auf dem Gurkensalat, ist grün und nuschelt, was ist das? Pass auf. Dill Schweiger. Siehste, ist das toll? Dill Schweiger, hör mal, ich bin bald gegen Poller gefahren. Hör. Für die, die es nicht wissen, der Holzfäller ist im Buch wie auf der Bühne mein Mann, nee, der kommt aus Kanada, ich nenne den der Holzfäller, ja. Der ist in, vielleicht kennen ihn ein paar, das ist auch der Mann von Mutter Beimer, ja, in der Lindenstraße. Aber in echt ist das mein Alter, verstehst du? Und ich bin jemand, ich sag, Margie, du musst nur zuhören und zugucken, das Leben schreibt die besten Geschichten. Ehrlich wahr, ich stehe da und guck mir die Leute an. Vor mir zwei ältere Omis, ganz süße Omas, vor mir, sagt die eine zu der anderen, ehrlich wahr, Käthe, sag mal, ist das nicht der Schiller von der Lindenstraße dahinter? Sagt die andere, Annemie, das kann doch gar nicht sein. Der Mann hat ein Reisebüro, der hat heute kein Frei. Echt? Ehrlich wahr? Die kommt dahin, ne, und klaut uns die Parklücke. Hör mal, ich kann mich gar nicht, ich echauffiere mich dermaßen. Ich bin ja Mitte 50. Kennst du das? Wenn ich was sehe, dann gehört mir das auch. Verstehst du? Ja, das kennst du doch, das ist so, ne? Ich sag, hast du das gesehen? Das ist unsere Parklücke. Die hat. Und der macht keine Welle, sei doch ganz ruhig. Und ich wie ganz ruhig, guck dir das an, pass auf. Geht die Tür auf von dem Mini Cooper, steigt eine Tusse raus, halt dich fest. Die Frau so dünn, ich schon wieder so eine Manschette. So dünn, ja? Die Frau, kein Hintern, kein Herz, kein Hirn, kein Humor, nix, ja? Die Lippen so dünn wie so eine Sparschlitz von einer Spardose, ja? Ich guck die an, ich sag zum Holzfäller, guck sie dir an. Das ist eine richtige olle Trockenpflaume, verstehst du das? Das Einzige, was bei der feucht ist, ist ihre dunkle Wohnung, wenn du mich fragst, ja? Jungs sind auch nicht besser, weil nämlich, wenn die ein Problem haben, dann reden die nicht, ja? Die und ich, das ist für mich scheiße, weil ich quatsch so gerne. Ich sag immer, hör mal, was ist denn? Sag doch was, Mama, lass mal. Ich sag, wie lass mal, Mama? Ich seh das doch, da ist doch was, sag doch was. Mama, ist gut. Ne, wie ist doch gut? Jetzt sprich doch, sag doch was. Ich bin doch hier, dafür bin ich doch da. Ja, Mama. Ja, das haben die nicht gerne. Ich nenn das immer das Schweigen der Männer. Ja, ja, das Schweigen der Männer, das ist doch so, oder? Wer Jungs hat, ja, immer. Meine Mutter wird dies Jahr hoffentlich 90, so Gott will, ja. Super Oma, oben Licht, unten dicht, immer gut drauf, die Mama, ehrlich. Die ist super. Wer eine Oma zu Hause hat, der weiß, die Oma hat immer Recht. Und für die Oma bist du immer das Kind. Hör mal, ich bin Mitte 50, ich habe 6 Kinder geboren, ich habe einen Beruf, ich habe ein Haus, ich habe einen Hund, ich weiß, nee, ich bin immer Kind. Ich stehe mit der Mama bei uns bei Edeka an der Kasse, pass auf, die steht hinter mir. Plötzlich zuppelt die an meinem Hemd. Ich sag, Mama, was machst du? Sagt sie ganz laut, die hört schlecht, deshalb spricht sie auch so laut. Ja, Kind, dein Hemd hat sich so hochgezogen. Ich zieh dir das runter, hast du nicht so einen riesen Arsch, verstehst du? Ich sag, Mama, muss das sein? Dann dreht sie sich um, ohne Scheiß, und sagt dem Rest der Leute, die da stehen, ja, meine Tochter, die ist ja so undiszipliniert, seit 10 Jahren bei den Weight Watchers, aber das klappt bei der nicht. Und ich weiß nicht, wie das euch geht, aber es gibt so Geschenke, wo wir Mädels sagen, hör mal, das gilt nicht, das möchte ich nicht haben, verstehst du? Das ist so, wie wenn du Weihnachten deinem Sohn Boxershorts schenkst, dann sagt er auch, Mama, was soll das, ja? Das gilt nicht. Und es gibt so Geschenke, die wollen wir nicht haben, wie zum Beispiel eine Waage. Ich möchte keine Waage mehr kriegen. Ich will das nicht. Höchstens, wenn eine Waage, dann bitte schon eine Waage, die lügt. Ja, da stelle ich mir so vor, ich stelle mich auf die Waage drauf,
Da kommt ein Smiley und unten drunter steht, einer geht noch. Das hier. Ja? So eine Wahl. Oder, was auch gar nicht geht, Männer, gar nicht gehen, so Vergrößerungsspiegel. Ich möchte das nicht. Ich sehe morgens um 6 scheiße aus, verstehst du? Ich habe die ganze Nacht auf meinem Körper gelegen. Weißt du, wie man da aussieht, ja? Hast du schon mal eine ganze Nacht auf dem Hut gesessen? Genau so sehe ich aus. Ich möchte mich nicht 10-mal sehen, dass man jeden Pickel und jedes Haar sieht, ja? Ich möchte, wenn, einen Spiegel haben, wo ich reingucke und sage,